und erteile das Wort zunächst dem Kollegen Rolf Schwanitz für die SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, guten Morgen. Sehr geehrte Frau Ministerin Aigner, ich will mich einer guten Tradition folgend natürlich zunächst erst einmal bei Ihnen recht herzlich bedanken für die Informationen und auch bei den Kolleginnen und Kollegen Berichterstattern für die, kollegiale Berichterstattung im Haushaltsausschuss und auch speziell bei Ihrem Haus. Die Informationen waren präzise, sie waren vollständig. Ich will das ausdrücklich hervorheben und loben, auch im Blick auf andere Ressorts, über die, zu denen ich heute noch mal die Ehre habe zu sprechen. Also ein Kompliment an das Haus und an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dafür. Sie werden Verständnis haben, meine Damen und Herren, dass ich das für die politische Bewertung des Einzelplanes 10 nicht vornehmen kann. Denn nach meiner Einschätzung stehen drei Überschriften über diesem Einzelplan des Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Diese drei Überschriften heißen erstens Klientel statt Strukturpolitik. Die zweite Überschrift heißt Einsparungen an falscher Stelle. Und die dritte Überschrift, meine Damen und Herren, heißt kein Zukunftskonzept für Verbraucherpolitik. Das sind die drei Markenzeichen des Einzelplanes 10. Ich will das in Kürze begründen. Zunächst noch mal zu der Überschrift Klientel statt Strukturpolitik. Es wird Sie nicht wundern, dass ich in diesem Zusammenhang das Grünland-Milchprogramm als allererstes erwähne. Denn was machen Sie hier? Unter dem Deckmantel einer Krisenhilfe, und die Situation ist nicht einfach, unter dem Deckmantel einer Krisenhilfe wird hier ein gigantisches Klientelprogramm organisiert. Ich will einfach noch mal erinnern, im Haushalt 2010 finden wir 400 Millionen. Im Haushalt 2011 werden da noch mal 300 Millionen hinzukommen. Der Deutsche Bauernverband hält überall Veranstaltungen ab, redet unter Einbeziehung der Absenkung bei der Agrardieselsteuer von einer Subventionierung, die hier stattfindet, innerhalb von 2 Jahren von 1,3 Milliarden Euro in 2010 und 2011 zusammen. Das ist die Situation, die hier geschieht. Ich will ausdrücklich sagen, gegen Krisenhilfe, gegen echte Krisenhilfe wäre nichts einzuwenden. Das ist auch der Grund, weswegen die Sozialdemokraten bei der Haushaltsberatung sich nicht verweigert haben, das Liquiditätshilfeprogramm in Höhe von 25 Millionen zu unterstützen und mitzutragen. Das kommt an der richtigen Stelle an. Das wäre in Ordnung. Aber Sie machen etwas völlig anderes. Sie legen ein Subventionsprogramm auf mit einer durchsichtigen regionalen Schlagseite, mit einer Schlagseite im südwestdeutschen Raum, insbesondere in Bayern. Sie machen eine Gießkannenförderung, anstatt problembezogen zu helfen, beispielsweise bei der landwirtschaftlichen Unfallversicherung. Sie machen auch keine schnellen Hilfen, denn zentrale, wichtige Dinge werden erst im vierten Quartal 2010 fällig. Und was aus meiner Sicht die schwierigste Geschichte ist, Sie fördern, Sie subventionieren rein konsumtiv hinter der Marktentwicklung her. Hier wird also gegen den Markt ansubventioniert, anstatt Vorschläge aufzugreifen für eine nachhaltige Landwirtschaftspolitik. Meine Kollegin Wolf wird darauf noch mal eingehen. Das haben Sie abgelehnt. Früher hat man sowas, meine Damen und Herren, als ein Danaergeschenk bezeichnet, denn die Bauern, die landwirtschaftlichen Betriebe werden für diese verpasste Chance einer in die Zukunft gerichteten Subventionspolitik dann, wenn sich ab und nach 2013 die Lage grundsätzlich verändert, bitter bezahlen durch einen viel höheren Anpassungsdruck. Deswegen, meine Damen und Herren, Klientelpolitik statt einer gezielten Subventionspolitik. Die zweite Überschrift, die über Ihrem Einzelplan steht, heißt Einsparungen an der falschen Stelle. Was meine ich damit? Sie schütten ja nicht nur Geld aus, sondern Sie sammeln ja auch Geld ein. Sie machen ja Kürzungen, Sie machen ja Einsparungen. Und Sie machen sie vor allen Dingen bei der Gemeinschaftsaufgabe Agrar- und Küstenschutz. Und ich erinnere mich noch sehr gut, ich nehme den Kollegen Schirnbeck jetzt mal aus, dass in der ersten Lesung auch die Ministerin noch gepriesen hat, dass das ganz wichtig ist und eine große Leistung ist, dass der Plafond von 700 Millionen bei der Gemeinschaftsaufgabe erhalten bleibt. Das sei gut eingesetztes Geld, Frau Aigner, haben Sie gesagt. Und wenn ich in Ihren Koalitionsvertrag schaue,
Da wird sogar von der Absicht der Erhöhung, der Ausweitung der Gemeinschaftsaufgabe geschrieben. All das tun Sie nicht. Sie senken den Plafond um 25 Millionen ab. Und was ich besonders bitter finde, Sie kürzen die Verpflichtungsermächtigungen in einem Umfang von 5,2 Millionen ab, gegenüber dem Entwurf von Peer Steinbrück sogar um 7,2 Millionen. Das ist eine Kürzung übrigens schwerpunktmäßig im investiven Bereich, denn da sind 15,5 Millionen Kürzungen von Investitionsmitteln dabei. Sie machen also eine interessante Doppelstrategie. Auf der einen Seite mit der Kuhschwanzprämie werden konsumtive Subventionen ausgereicht und auf der anderen Seite werden Investitionsmittel zusammengestrichen. Deswegen Kürzungen an der falschen Stelle, meine Damen und Herren. Und ausdrücklich noch einmal, das, was bei den Verpflichtungsermächtigungen dabei passiert, ist für mich besonders bitter, besonders bitter. Sie haben genauso wie wir die Briefe der Landwirtschaftsminister aller 16 Länder bekommen, wo Sie ausdrücklich auf die wichtige Bedeutung der Verpflichtungsermächtigungen hingewiesen haben, um europäische Mittel zu binden. Das haben Sie alles ignoriert. Sie schneiden hier ein und ich sage, Sie machen damit auch einen Sinkflug bei der Gemeinschaftsaufgabe, der vorprogrammiert ist in den nächsten Jahren. Das halten wir für falsch. Meine Damen und Herren, die dritte Überschrift: Kein Zukunftskonzept bei der Verbraucherpolitik. Ihnen liegt das Gutachten, das Sie selbst in Auftrag gegeben haben, dass die Verbraucherpolitik umfinanziert werden muss, verursachergemäß aufgebaut werden muss, dass die Betriebe, die Unternehmen, die Verbraucherrechte gefährden und missachten und dafür Strafgebühren zahlen müssen, dass das herangezogen wird, längst auf dem Tisch. Sie haben die Gutachten ignoriert. Dann hat Frau Aigner wie des Öfteren sich draufgesetzt und hat gesagt, ich finde das auch gut. Und als wir einen konkreten Vorschlag gemacht haben, haben Sie es schlicht und einfach abgelehnt. Also ich kann Ihnen nur sagen, wenn die Verbraucherpolitik hier bei Ihnen, Frau Aigner, folgenlose Ankündigung bleiben soll, dann werden Sie auch dort gescheitert sein, meine Damen und Herren. Also drei Markenzeichen, drei Überschriften hat dieser Einzelplan 10. Klientelpolitik statt Strukturpolitik, Einsparungen an der falschen Stelle und null Zukunftskonzeption bei der Verbraucherpolitik. Der haushaltspolitische Sprecher der CDU-CSU hat am Montag wunderbar von einem Gesamtkunstwerk gesprochen. Mir fällt da nur ein, Kollege Bartel, das wird ein richtiger Klassiker, das wird ein Klassiker. Also mir fällt da nur die wunderbare Sendung im Bayerischen Rundfunk Kunst und Krempel ein, meine Damen und Herren. Ihr Haushalt hat aber weniger mit Kunst, sondern mehr mit Krempel zu tun, meine Damen und Herren. Schönen Dank.